Der Chef der Trans kam nach Plänting durch Moser Sepp, der wo Bindergeselle in Plänting war und in seiner Wanderschaft in München den Tanz erlernen durfte. Als er dann wieder nach Plänting kam, hat er den Schäffler-Tanz in Plänting eingeführt, 1882. Der Schäffler-Tanz ist entstanden in München 1517 nach einer Pestpandemie. Da haben dann die Schäffler gesagt, wir müssen was unternehmen, dass die Leute wieder auf die Straße gingen. Dann haben sie ihren Sumpftanz aufgeführt, damit die Leute wieder nach draußen gingen. Und ja, im Endeffekt ist der Zusammenhang. Dieses Jahr haben wir den Tanz wieder aufgeführt, dass die Leute wieder auf die Straße gingen nach Corona. Bei uns gibt es das Reifenschwingen. Das ist das Hochleben lassen im Endeffekt. Da kommt ein hölzerner Reifen, da werden drei Schnapsgläser draufgestellt, ohne Hilfsmittel. Und die wird dann über den Kopf geschwungen. Ohne dass runterfallen, hoffentlich. Wir haben ein Durchschnittsalter von 34,5 Jahren. Der Jüngste ist 13 Jahre, der Älteste ist 65. Dieses Jahr war die Probenzeit sehr kurz. Wir haben Doppelstunden gemacht wegen Corona, dass wir wieder nachgekommen sind. Wir haben die Jungen dabei, da braucht man eben dann viele Stunden, dass die den Tanz wirklich hundertprozentig erlernen, dass sich keiner vertanzt. Die alten Hasen, die sind ein bisschen leichter, aber die braucht man halt dazu, dass die Jungen das auch wieder richtig lernen. Die Kameradschaft ist sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, dass die Tänzer so oft bei den Proben da waren und so engagiert haben, vor allem auch die Jungen, das ist fast nicht zum Glauben.